versuchen sie ihn echt zu killen, was ja echt erst so ein Gerücht war. Die marschieren da mit Panzer ein und jetzt stellt sich raus, die wollen da echt Leute umbringen. Das war unmöglich, das sind verschiedene Schuhe. Alles hier auf dem Schwein. Jetzt mal im Podcast. Du hast doch hier einen kleinen Schuss. Jetzt mal ja, ich habe hier. Jetzt kommen wir in den Podcast rein. Sind wir jetzt schon drin? Ach ja, hier ist er ja schon. Guck. Ein Gläschen Morgenurin. Wo weiß, für Morgenurin ein bisschen zu untrübe ist. Müsste noch trüber sein für Morgenurin. Ja, aber da sind so Zitronenfetzen drin. Also da müsste eigentlich was gehen. Das wäre ja so ungesund. Habe ich auch immer im Urin, Zitronenfetzen. Wenn du mit deinem Glas Wasser fertig bist, kannst du ja gerne auch mal einen Hieb von nehmen. Ist ja noch im Kühlschrank. So Leute, jetzt haben wir folgendes Problem. Es ist Freitag. Ihr guckt jetzt auf die Uhr und denkt, warte mal, es ist Sonntag, du Trottel, hast du keine Ahnung. Ja. Also es kann sein, dass ihr jetzt am Sonntag das hört und wir sind alle schon weggesprengt. Ja. Dann konnten wir das leider nicht mehr rechtzeitig melden. Das ist jetzt unser Versäumnis. Ja, also ich habe einen Termin morgen. Ich bin morgen nicht in der Stadt und dachte mir, lass mal Freitag aufnehmen. Ja. Und ist halt jetzt so. Du gehst als freiwilliger Helfer da rüber, ne? Nach Russland, genau. Und nach Russland, du hilfst jetzt in Russland. Ja, also alle kehren Putin jetzt in den Rücken. Die scheitern, ne? Die eine Woche schon in der Ukraine und die kommen nicht voran. Es wird Zeit, dass die Russen mal Unterstützung bekommen. Du weißt ja, ich bin ja ein Linker, weißt du, und ich bin immer auf der Seite der Schwachen und inzwischen ist Putin ja der Schwächere, ja. Ich meine, H&M, FIFA, WWE, Ikea, H&M, alle sind gegen Russland. Hast du gerade zweimal H&M aufgezählt? Kann sein. Der arme Putin. Also. Ja, zweimal haben die ihre Stores geschlossen. Und ich dachte mir, komm, einer kann doch für ihn sein, wie bei Flunky Ball, weißt du? Mhm. Wenn auf der einen Seite 5 Leute sind, auf der anderen Seite sind 3 Leute. Ich halt so in ein paar Wochen, wenn die Ukraine besiegt ist, dann muss Putin das Land auch einmal so umdrehen und dann muss man gucken, ob noch was raustropft. Genau. Warum nicht ein Flunkyball-Turnier? Warum kann man nicht Krieg ersetzen durch Flunkyball? Das habe ich mir echt überlegt. Warum muss man immer alles mit Krieg und Waffen machen, wenn man das einfach mit den Olympischen Spielen kombiniert und sagt, the winner takes it all? So. Wer die meisten Medaillen hat, gewinnt. Ja, und also Russland, Ukraine, so, weißt du, Weitsprung, Hochsprung, die schicken immer ihre besten Leute ran. Müsste ja Russland an sich sagen, yo, wir sind, glaube ich, ein paar mehr, das schaffen wir schon irgendwie. Aber dann ist es halt nicht so blutig, weißt du? Oder wie im Anime bei Yu-Gi-Oh! Da geht es alles um so ein Kartenspiel, weißt du? Da geht es um entführte Kinder, Weltherrschaft, die spielen da einfach irgendwie Mau Mau oder so. Die können einfach Risiko spielen, ist ja im Prinzip das Gleiche. Ja, nur ohne Tote. Naja, obwohl manchmal schürt das schon hart den Hass, dieses Spiel. Ja, das kann sein, aber dann sterben wenigstens Zelensky und Putin, aber nicht Wladimir Klitschko. Ja. Und das wäre auch eine Maßnahme, dass die 1-1er machen. So Stellvertreter wie bei hier Trial by Combat, wie bei Game of Thrones. Wie bei Wrestling, als Trump hier Bobby Lashley vorgebracht hat. Klar. Vince McMahon hatte Umaga, glaube ich. Mhm. Und dann dürfen die einen Stellvertreter nehmen. Dann sagt Putin hier, ich nehme der Iron Sheik. Na klar. Und Zelensky sagt, ich schicke jetzt hier Undertaker in den Ring. Und dann den kenne ich. Siehst du? Oder Hulk Hogan oder so. Und dann gibt es hier ein Wrestling-Match, ein sauberes. Nicht geskriptet, zum ersten Mal. Und dann gucken, was passiert. Das wäre ja auch also fürs Wrestling einfach eine Sensation, wenn man sagen könnte, hier das erste Mal, ne? Wissen wir selber nicht, was passiert. Ja, eben. Es gab mal irgendwie echte Kämpfe bei Wrestling. Ja, so ein Boxturnier, was nicht geskriptet war. Und die haben gehofft, dass die ihre Stars auch die Stärkeren sind. Und dann wurde ihr Star zu der Zeit, ich weiß gar nicht mehr, das war übel ausgenockt in der ersten Runde. Mhm. Und es ging völlig in die Hose. Ich glaube, Brawl for All hieß das. Und es war völlig daneben. Du kannst doch nicht die Leute in verschiedenen. Also, da haben Wrestler gegen Boxer gekämpft. Nee, Wrestler gegen Wrestler. Ach so, okay. Sie selber quasi. Aber haben es halt mal experimentell gemacht. Und es ging völlig in die Hose. Weil die müssten einfach jeden Scheiß planen. Und wer am stärksten aussieht, ist nicht gleich stark. Okay. Ja. Wir sind übrigens Brennpunkt Internet. Ah ja, ganz vergessen. Ein saftiges Aloha aus der Datenautobahn. Ja. Hier mit Rinko und Tinko. Ja, Ronko und Tonko. Ronko und Tonko, gerne. Auch das. Ja Leute, was bleibt uns anderes übrig? Ja, es ist halt gerade Krieg. Man muss drüber sprechen. Ist so unangenehm. Ich gucke aus dem Fenster und sehe Krieg. Ey, es geht mir richtig auf den Sack. Es ist furchtbar, weißt du. Und ich habe irgendwas gelesen von irgendeinem Virus, der wohl noch bis vor kurzem irgendwie hier die Runde machte, der die News beherrscht hat. Nee. Kann ich mich persönlich nicht dran erinnern. Aber Krieg ist eben gerade das Ding, was gerade on vogue ist. Aber als der Virus in die Ukraine eingemarschiert ist, hat auch keiner geschrien, ne? Nee. Das war dann so, ja, mein Gott. Ich habe nichts gemerkt. Ich auch nicht.
Ja, also Leute, wir kommen um dieses Thema natürlich nicht drum rum, ja. Aber es ist ja auch vielleicht nichts Schlechtes, da einfach das ein bisschen warm zu halten, ne? Ja. So wie eine halbgare Mahlzeit von gestern. Immer mal wieder aufkochen, damit die Leute nicht vergessen, irgendwie passiert da gerade Scheiße. Es gibt auch Podcasts, die wollen euch aus irgendwelchen, aus der harten Realität entführen. Denkt mal eine Stunde nicht nach über Krieg und Corona. Ihr redet mal eine Stunde lang nur über Pimmel und über Analsex. Wir sind das Gegenteil. Wir sind kein Safe Space. Nein. Genau das wollte ich nämlich gerade sagen. Was ist denn das Gegenteil von einem Safe Space? Eine Warzone, oder? Eine Warzone oder ein safer Space. Ein sichererer Ort. Ja, aber nicht ist sicher, ja nicht. Aber sicherer. Ach so, aber hier ist ja gar nichts sicher. Nee, aber es gibt ja sowas wie es gibt ja keinen Safe Sex zum Beispiel. Es gibt nur safer Sex. Das ist sicherer Sex quasi. Ah. Aber safe geht nicht. Also du kannst einen Apfel essen und keinen Sex haben, dann hast du keinen, kriegst du keinen AIDS oder so. Hm. Aber wir sind ein safer Space. Es ist ja relativ sicher, aber nicht ganz. Hm. Wir reden über die Thema, während ihr das hört. Also ich glaube weiterhin, hier ist gar nichts sicher bei uns. Selbst wenn wir irgendwie Radiostellen hätten, wären die, glaube ich, nicht so sicher. Nee, das wäre auch Quatsch. Ja. Auf die Idee käme ich gar nicht, erst uns bei irgendeinem Radio anzumelden. Ja, das lohnt ja nicht. Nee, nachher werden wir noch weggesprengt, wie der Radiotower von den Ukrainern. Ja, voll. Stell dir das mal vor, wenn die Leute sagen, ey, nee, der Brennpunkt, der labert zu viel Scheiße, schick mal jetzt mal ein paar Bomben hin. Aber haben sie ihn getroffen auch? Die haben ihn getroffen, gab es Videos und auch Tote. Ich dachte, die haben nur den Kindergarten daneben getroffen oder so. Nee, den haben sie angezielt, aber dann, ach Mist, doch nur einen Radiosender getroffen. Mhm. Ja, so eine große Antenne, die ist da so ein bisschen eingeklappt bei. Mhm. Und da sind halt dann Leute drunter spazieren gegangen, so eine kleine Familie. Und das ist halt, ne? Casualties, sagt man. Ist eben gerade so, man muss sich auch mal anpassen. Der Mensch ist auch ein Gewohnheitstier. Kollateralschaden. So nenne ich die Leute immer, die ich beim Osterspaziergang sehe. Ja, es tut mir leid. Nee, es ist eine Gewöhnung. Ich will dir nicht ins Wort fallen. Du ahnst es, dass ich so habe. Nein, aber du hast gerade zweimal was angefangen und ich musste noch irgendeinen schlechten Gag machen. Es ist voll okay. Ich wollte nur sagen, dass wir ein Gewohnheitstier sind und egal was ist, Krieg, Pandemie, man gewöhnt sich dran. Die Familie, die da jetzt in Schutt und Asche liegt, die gewöhnt sich auch dran. Also. Früher oder später, ja. Ich werde drüber lachen irgendwann. Ja. Also Leute, ihr seht schon, es ist fast zynisch, würde ich vielleicht ganz kleines bisschen. Leicht zynisch angehaucht. Aber wie soll man damit sonst umgehen? Es ist absolut bizarr, man kann sich das eigentlich gar nicht vorstellen, was da gerade für eine Scheiße passiert, selbst mit Bildern. Und ein Podcast mit Bild ist auch Quatsch. Das stimmt. Machen wir nicht. Wollen wir für die 160. Ausgabe, falls da noch Bambule ist in 9 Wochen, einfach mal Ukraine-Live-Podcast vor Ort? Mein Plan war, dass wir Putin und Zelensky einladen, beide in die Sendung unabhängig. Und das ausdiskutieren, ja. Ja. Doch. Machen wir wie dieses Funkformat, wo sie so einen Schritt nach vorne gehen müssen, wenn sie sich einig sind. Putin spricht ja sogar Deutsch und Zelensky sitzt dann halt daneben und macht nichts. Der kriegt hier die Klitschko-Brüder als Translators. Hm. Stimmt, das haut hin. Die sprechen auch ganz gut Deutsch. Weißt du noch, Vitali, damals? Mhm. Die großartige Pinguin. Nee, warum die machen Pingui. Die jetzt mal nicht eine Werbung im Fernsehen irgendwie und sagen... Für Frieden. Wisst ihr noch damals, als kein Krieg war, vor einer Woche? Das waren schöne Zeiten. Ja, geil. Es ist einiges passiert, Leute. Jetzt sind wir direkt mit dem Thema drin. Keine Sorge, es gibt dann auch die ein oder anderen Themen, die damit nichts zu tun haben. Es gibt auch Anschläge und irgendwelche Erzbischöfe, die Kinder ficken und so. Alles heute mit drin. Das sind ja alles Dinge, die tagtäglich passieren. Das ist ja... Das ist traurig, ne? Naja, wir haben immer was zu berichten, ist auch gut. Ja, wir reden dann natürlich über den neuen Batman noch, den Tino garantiert schon gesehen hat. Nein, noch nicht gesehen. Ist der im Kino schon? Nee. Ich glaube noch nicht ganz, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Bei Kinox TO bestimmt schon. Hm. Nee, ist er nicht, keine Ahnung. Ja, also, es ist einiges passiert. Der Hitler-Vergleich ist diesmal umgeschwenkt auf Zelensky, denn der hat Attentate überlebt bisher. Es gab, ach so, es gab Attentate auf ihn, wie auf Hitler früher auch. Und, 3 in der letzten Woche. Es waren mindestens 3, genau. Und ich habe Berichte gelesen, dass die Sicherheitsmenschen von Zelensky überraschend oder bedrohlich gut informiert waren. Und man vermutet, dass russische, sag mal, Separatisten oder russische, die halt gegen ihr eigenes Land agieren. Doppel-Null-Agenten. Doppel-Null-Agenten. Das sind alles James Bondowitsch. 000. dass sie halt Zelensky warnen und seine Sicherheitsleute vor möglichen Anschlägen. Aber das heißt ja offensichtlich, versuchen sie ihn echt zu killen, was ja echt erst so ein Gerücht war. Die marschieren da mit Panzer ein und jetzt stellt sich raus, die wollen da echt Leute umbringen. Das war unmöglich, das sind verschiedene Schuhe. Das Ding ist ja auch, es gab ja auch Verhandlungen zwischen Putin und Zelensky, sie müssen sich wohl getroffen haben, irgendeine Grenze.
Und ich dachte, dass da irgendwas passieren würde. Dass irgendwer hier kommt Höcke mit einem Aktenkoffer, stellt ihn unter. Was macht denn der da auf einmal? Weiß ich nicht, mir gerade eingefallen. Dass irgendein Bernd daherkommt und einen Aktenkoffer unter den Tisch stellt und dann guckt, wer hochgeht und wer nicht hochgeht. Aber ist nicht passiert und es gab wohl keine Ergebnisse des Treffens, aber sie reden miteinander zumindest oder einmal bisher. Ja, gab's, also ich habe das gelesen, dass er breit ist, aber dass ich nichts von verhofft. Es war irgendwas an der Grenze zu Belarus oder so. Also. Offenbar haben sie sich da getroffen oder wollten sich treffen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich da getroffen haben, ehrlich gesagt. Der Tisch war so lang, die haben sich gar nicht gesehen. Ja, der Tisch geht einmal von Moskau bis nach Kiew, ja. Ja, genau. Also, nee, also ich kann mir das nicht vorstellen. Erstens ist es für Selenskyj halt gefährlich und zweitens, Putin wird ja jetzt da gerade auch ein bisschen... nicht ängstlich sein, aber ein bisschen paranoid vielleicht. Vorsichtig. Vorsichtig, sagen wir. Der wird bestimmt auch Leute haben, die sein Essen testen und solche Geschichten. Möglich, ja. Also der ist ja gerade nicht der allerbeliebteste Mensch auf der Welt. Wie ein Diktator, oder? Essen vor Essen lassen. Ja, ich habe nur gelesen, dass es halt Verhandlungen gab. Ich kann aber nicht genau sagen, ob es Zelensky selbst und Putin jetzt irgendwie vor Ort waren. Keine Ahnung. Ja, das gehört ja wieder zum guten Ton, unser Halbwissen. Eben. Und die Daten sind ja auch von den beiden verschieden. Sie haben auch Tote gemeldet und ganz verschiedene Zahlen gegeben. Irgendwie meinte Putin, ja, wir hatten nur so 500 tote Soldaten und Ukraine meinte, es sind über 1000 tote Soldaten und so. Die Wahrheit wird irgendwo in der Mitte liegen. Und es ist ja schon immer so gewesen, dass Kriegsparteien ihre Totenzahlen variieren, je nachdem, was für sie besser aussieht. Ja, das ist auch der sogenannte Fog of War. Ich weiß gar nicht, ob es da ein deutsches Äquivalent zu diesem Terminus gibt. Ich habe schon wieder nicht geguckt, wann wir angefangen haben. Lügen. Ach so, ja. Lügen. Dass da halt, also die erste, ist das nicht auch so ein Spruch? Die erste Sache, die bei einem Krieg stirbt, ist die Wahrheit oder sowas. Oh, ja. Und da passiert halt jetzt so viel gleichzeitig und so viele Quermeldungen, also alles, was man hört, ja. Und dann auch nochmal durch unser Unwissen gefiltert, muss man immer mit einer Prise Salz zu sich nehmen, denn das kann alles Quatsch sein und alles stimmen und alles ganz schwierig. Es gab ja auch so Videos von irgendwelchen russischen Soldaten, die angeblich in ukrainischen Einkaufsläden waren, wo sich dann die ukrainischen Kassiererinnen bedankt haben, dafür, dass sie jetzt gerettet werden und so weiter. Mhm. Das würde ich jetzt mal nicht ganz so ernst nehmen. Und es gab dann auch so Fake-Checks. Das waren die Lebensmittel, die sich bedankt haben. Wahrscheinlich waren es die in Wahrheit. Die haben teilweise Läden geplündert, weil sie abgelaufene Rationen haben. Also die Militärrationen können nicht wirklich schlecht werden, aber ich schmecken halt, also ich schmecke so schon nicht gut, aber es gab halt Videos, wo du siehst, hier russische Rationen, abgelaufen 2015. Und da kann ich mir vorstellen, dass man sich halt mal eine Bockwurst mitnimmt beim Supermarkt um die Ecke. Hast du es mal gesehen, wie die aussehen? Ich habe einen Russen? Nee. Nee, diese Essensration für Soldaten. Ja, ne, der schneidet das auf und zeigt das genau. Das sind eigentlich so abgepackte Fertigdinger halt, so fast Astronautennahrung, würde ich sagen. Ich habe mal gegessen davon. Ich habe einen nahen Verwandten, der bei der Bundeswehr war, auch relativ hoher Dienstgrad und so. Und er hatte manchmal so Sachen mitgebracht, irgendwelche Kisten mit irgendwelchen Dosen, wo dann Chivapchichi drin war und Bolognese, Currywurst und so Sachen halt eingedost. Und 1000 Jahre haltbar so, gefühlt. Und das war furchtbar eklig. Ja. Furchtbar. Da würde ich auf jeden Fall auch wütend werden und auf Leute schießen. Und deswegen würde ich nicht in den Krieg ziehen wollen. Ja. Wegen einer schlechten Currywurst. Nicht mal vegan. Oh Leute, ey, muss das heute sein? Krieg, ey. Ich hätte jetzt echt gerne lieber einen Döner. Ich habe auch einen Leistenbruch in der Kindheit gehabt. Soll nicht so schwer heben. Kann ich vielleicht... Na, das war Trump wiederum. Ach so. Nee, aber also ganz ehrlich, ey, diese ganzen... Also, das ist halt alles nicht mehr zeitgemäß gefühlt irgendwie. Krieg? Ja. Ja. Also klar, auf der einen Seite ist es zeitgemäß so, politisches Mittel, bla bla. Aber auf der anderen Seite, ich weiß nicht. Wir haben, glaube ich, letzte Woche auch schon gesagt, dieses territoriale Denken ist irgendwie total veraltet. Aber dieses, dass sie da in Zeiten von Internet, weißt du, die können ja jederzeit alles lesen. Das war ja damals nicht so. Wenn du irgendwie 1880 auf dem Schlachtfeld stehst und ein Telegramm irgendwie versendest und das eine Woche später ankommt, das ist ja was anderes, als wenn du... Ich weiß nicht, ob die Soldaten auch alle ein Smartphone dabei haben, weißt du? Die gute Frage. Schießen den ganzen Tag da rum, abends surfen sie dann auf Reddit und lesen, guck mal, was die Russen für Spackos sind. So. Da musst du doch... Also gibt's ja zuhauf, dass Leute ihre Waffen niederlegen und heimgehen oder halt flüchten. So, Feierabend. Ja. Also auch auf russischer Seite sehr viel. Da werden teilweise ganz moderne Panzer einfach stehen gelassen und so. Gab es ja auch dieses eine Video, wo so ein Traktor ein Panzer wegfährt, so ein ukrainischer Traktor. Richtig gut. Und deswegen, ich weiß nicht, also so Soldaten, die dann irgendwie abends
auf 9Gag surfen und dabei lustig sagen. Ja. Die dann am nächsten Morgen wieder, das ist... Putin-Krieg ist out. Ja, mach TikTok. Ist echt so gestrig. Mach TikTok, mach ein Battle und mit Zelensky, wer mehr Follower hat und wer gewinnt, kriegt dann das Land. Aber es funktioniert halt trotzdem und das Absurdeste ist, das ist so ein bisschen die Nachricht der Woche aus diesem ganzen Konflikt, der ja jetzt schon über eine Woche geht, dass die bei dem Kernkraftwerk, warte, lass es mich nicht falsch sagen. Europas größtes AKW. Richtig, und es heißt Saporischschja. Wie man spricht, wird geschrieben. Mit Doppel-SCH, beziehungsweise mit Doppel-CH in der Originalschreibweise. Ja. Saporischschja. In Energodar. Das ist nördlich von der Insel Krim. Umberto. Und bei hier, wie hieß der Laden? Der geile damals, wo die Party lief. Tschernobyl, ja. Da ist ein so ein Reaktor gestorben. Ja. Mhm. Und das war nicht so gut. Mhm. Und bei diesem RKW, da stehen 6 von diesen Dingern rum. Ja. Und da haben sie sich gesagt, da eröffnen wir doch jetzt mal das Feuer. Mhm. Wortwörtlich, denn es hat gebrannt. Ja. Und das Ganze wurde auch noch in einem Livestream übertragen. Mhm. The Dankest Timeline, was ist hier los? Also es gab so einen 4-Stunden Livestream in Schwarz-Weiß, wo man Schusswechsel sehen konnte, wo man dann die Flammen sehen konnte. Also es war nicht der Reaktor da an sich, der gebrannt hat. Und das Feuer ist jetzt mittlerweile, ist jetzt auch schon wieder 4 Tage her, wenn ihr das hört, aber es ist mittlerweile gelöscht. Außer Gefahr auch, diese Situation aktuell. Ja. Es kann was Neues passieren, es wieder Gefechte passieren, aber das war jedenfalls dann relativ ungefährlich dann. Na, und da denke ich mir doch, wenn du da vor Ort bist, so ein Soldat, ja, selbst wenn du 18 Jahre jung bist, du hast bestimmt als russischer Soldat schon mal was von Tschernobyl gehört. Und dann fängst du da an, mit deiner scheiß Kalaschnikow rumzuschießen. Mhm. Also wirklich, nicht mal mit dem Gedanken, wenn ich jetzt hier irgendwas kaputt mache und da gibt es eine atomare Katastrophe, das ist dann schlecht für Europa oder auch Russland, die ja näher noch sind als Deutschland in dem Fall. Mhm. Sondern einfach für dich individuell, wenn ich jetzt hier irgendwie so einen Grafitstein zerschieße oder was weiß ich, dann bin ich halt direkt da. Ich habe das im Auge richtig eklig gerade. Ja. Falls du dich wunderst. Nee, ist okay. Mhm. Das ist ein Apfel. Ekelhaft. Nee, kannst du auch... Strahlung im Auge. Kannst du auch ausspülen gehen. Ich kann jetzt auch gerne 10 Minuten ranten darüber, nee, wie stupid Ding, man sein muss, dass man, also selbst wenn man den Befehl kriegt, da halt rumzuschießen. Die haben, halt Angst wahrscheinlich, dass sie Fahnenflucht begehen und dann irgendwie hingerichtet werden von den Leuten. Dann kommen diese komischen mobilen Krematorien, die sie da mitgenommen haben. Da kommen wir vom Hundertsten ins Tausendste. Da gibt es doch gleich noch eine Geschichte, die ich sehr spannend fand. Da muss man dazu sagen, diese AKWs sind natürlich auch eigentlich so gebaut, dass die einem Bombenangriff standhalten sollten. Mhm. Dennoch, wenn ich da direkt daneben stehe, würde ich dieses Risiko nicht eingehen und da rumschießen oder Feuer irgendwie verursachen. Das andere, was ich sagen wollte, da gab es in Zeiten des Dritten Reiches gab es so eine Einheit, die den Befehl erteilt bekommen hat, ganz viele Leute umzubringen. Ich glaube, das war in Polen oder so, fragt mich jetzt nicht nach den Details, googelt's nach. Und da gab es einen General, der gesagt hat, das ist ein absolut unmenschlicher Befehl, hier dieses ganze Dorf hinzurichten. Mhm. Und ich verstehe jeden, der da nicht mitmachen will. Und es gibt keine Konsequenzen. Das wird nicht gemeldet, wenn ihr das jetzt nicht macht. Hm. So, und sagte dazu, keine Ahnung, 300 Soldaten oder so. Hm. Und es haben ultra wenige darauf verzichtet, es zu machen, obwohl keiner wirklich Bock hatte wahrscheinlich. Hm. Und da legt es halt den Verdacht nahe, dass man in dem Moment die akute Peinlichkeit oder weißt du, dieses vor seinen Kollegen, dass das als schlimmer empfunden wird als die langfristige Gewissheit, yo, du hast hier gerade so ein Dorf abgeschlachtet. Hm. Das ist schon echt hart. Wahrscheinlich. So, also was sagt das über das menschliche Wesen, so, weißt du? Also ihr müsst die Menschen nicht hinrichten, aber wer es nicht macht, ist eine Schwuchtel. So, los geht's. Gott, oh Gott. So einfach kann es gehen, ja? Ja. So schnell kann es gehen. Habe ich auch schon gehört von der Story und es gab es wohl auch in verschiedenen Gefechten, dass dann gesagt worden ist, ja, wir haben den Befehl bekommen, müssten nicht alle mitmachen und so. Und ja, es ist halt irgendwie... Wir haben den Befehl bekommen, ihr müsst nicht alle mitmachen. Ja, das ist der beste Befehl. Wir haben jetzt diesen Befehl bekommen, da jetzt Sachen zu machen, so wie 1000 jüdische Frauen dahin zu richten und Kinder, aber müssten nicht mitmachen und so weiter. Also, sowas gab es ja, solche kleinen, ich will jetzt nicht sagen, Funken der Menschlichkeit, aber das gab es offensichtlich schon immer. Und
wenn du, wie du schon gesagt hast, zu 1880 irgendwelche Gefechte, wurden Sachen dann gemeldet und das sind Sachen, die wir heute glauben, die in den Geschichtsbüchern drinnen stehen. Und heute wissen wir ja viel besser, so dass halt viel Fake News unterwegs sind und dass man immer so ein bisschen gucken muss nach der Wahrheit, was eigentlich wirklich passiert ist. Und man wird wahrscheinlich erst nach vielen Jahren so richtig rausfinden können, wissen können, was eigentlich Sache war. So. Hm. Ja, hart. Also ich habe jetzt auch zwei verschiedene Sachen gelesen, was dieses AKW angeht. Einmal, dass es verteidigt wurde und einmal, dass es quasi beruhigt ist, aber die Russen es eingenommen haben. Also ja, ganz verschiedene Berichte deswegen. Also was man so alles Fork liest, of War, ne? Also immer so ein bisschen mit Vorsicht betrachten. Und manchmal hat man auch so Momente des Glücks, wo man sich denkt, ja krass, es haben sich wieder Russen zurückgezogen und das wurde zurückerobert. Aber das muss nicht immer alles stimmen, wie es ist. Lieber ein bisschen mit Abstand betrachten. Und was ich aber ganz spannend fand, war, wo wir wissen stehen, 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr wurde jetzt bereitgestellt. Ja, die Bundeswehr plant damit bestimmt, das auf die gesamte deutsche Bevölkerung auszubreiten in Form von bedingungslosem Grundeinkommen, oder? Nee, es sind Millionen Helme, glaube ich, die sie schicken wollen. Ach so. Bedingungsloses Grundhelm kommen. Aber ist es nicht krass, dass sie über Nacht 100 Milliarden zur Verfügung stellen können? Ja, wo kommen die denn auf einmal her, ne? Ein Sonderposten hat die Regierung gesagt dafür. Und ich weiß nicht, es war kein Geld da für Pflegekräfte irgendwie, um den Bonus auszuzahlen. Es gab kein Geld für Grundeinkommensgeschichten, um die Wirtschaft zu stärken und so, für die Kunstszene. Aber jetzt, wenn es irgendwie Shepard und es Krieg gibt, dann ist es auf einmal sofort da. Komisch. Aber die Pflegekräfte haben halt nicht unsere Ölpipelines gepflegt, Tino. Noch nicht. Aber wenn die mal Corona bekommen, die ganzen Ölfässer. Ja. Jedenfalls, und die Wehrpflicht haben sie auch diskutiert. Da muss ich sagen, finde ich nur dann gut, wenn ich raus bin. Also wenn sie sagen, von 18 bis 25 ziehen sie ein, sage ich, ja klar, los geht's. Mhm. Wenn sie aber sagen, alle müssen mitziehen, ja, vor allem männlich, würde ich sagen, nö. Nee, mir geht das alles übelst auf den Sack. Also da, ich weiß nicht, da kann ich auch keine Witze drüber machen. Das ist alles so dumm. Nee, also das fühlt sich alles so an wie 5 Schritte zurück, weißt du? Ja. Alles in so eine Richtung, jo, wir entmilitarisieren mal und so. Klar kannst du auch nicht dich komplett einfach hier, hey, wir sind jetzt hier die Hippies, nehmt uns einfach ein. Mhm. Aber das ist jetzt nochmal komplett wieder zurück. Das Absurdeste ist ja, dass irgendwie diesmal Deutschland aufrüstet und die ganze Welt so, yo, geil, dass das das letzte Mal passiert ist. Yo, macht man nicht. Wir brauchen uns vor allem gar nicht, weil es gibt auch schon die NATO, weißt du? Und die haben ja schon hier Millionen mal mehr Rüstung und Soldaten wie Russland zum Beispiel. Das heißt, wenn wir überfallen werden würden, gäbe es auch sofort NATO-Support, denke ich mal. Ist die Ukraine der NATO? Das wäre eine NATO-Erfahrung. Ja. Nein, ist sie nicht. Darum geht genau, ja das ganze richtig. Ding. So, und deswegen ist ja das Ding, wenn wir angegriffen werden würden, kämen ja alle zur Stelle. Und deswegen müssen wir gar nicht aufrüsten in Deutschland. Ich raff das nicht. Wir brauchen auch keine Wehrpflicht. Ich muss das kurz revidieren. Es geht nämlich nicht ausschließlich um die NATO. Wahrscheinlich nicht mal zum größten Teil. Mhm. Das ist nämlich eine Sache. Ich habe da ja mal so einen Kumpel gehabt, der sich einen reingeschwurbelt hat. Mhm. Hat es sich über die letzten Monate etwas, auch mit viel Gesprächen mit mir, so ein bisschen entspannt, sage ich mal. Mhm. Und jetzt, die letzte Woche, ist es wieder so richtig hart losgeschossen. Und das ist halt schwierig. Also da sind halt dann so Sachen auf Instagram gepostet wie: Putin wurde gezwungen, in diesen Krieg einzutreten. Oh, der arme Putin. Der arme Mann. Und da denke ich mir, hast du nicht einmal, wenn du halt sowas behauptest, verbreitest oder halt irgendwie liest von deinem Russia Today oder woher auch immer es kommt, von welcher Quelle diesmal, hast du dir überhaupt mal die einstündige Rede von Putin angehört, wo er selber aufzeigt, dass es eben nicht ausschließlich darum geht, dass die NATO sich ausgeweitet hat, was man ja verstehen kann. Mhm. Ursprünglich hieß es hier, die NATO weitet sich nicht aus und jetzt ist es immer weiter und jetzt ist quasi nur noch die Ukraine dazwischen. Und wenn man halt jetzt mit seinen 70 Jahren, die Putin nun mal ist, in diesem bisschen zurückgebliebenen, nicht zurückgeblieben, sondern ja, doch ein bisschen schon auch zurückgebliebenen, in der Denke drin ist und sich dann denkt, oh nein, da gibt es jetzt hier diesen Kanal, der sich öffnet, dass die NATO direkt einfach Russland überrennen könnte, wenn da nicht diese Bufferzone noch dazwischen ist. Das ist alles auch nachvollziehbar. Mhm. Aber selbst er persönlich sagt in dieser Rede ja unter anderem, dass es darum geht, also dass er imperialistische Ambitionen einfach hat, dass sich ein bisschen ausweiten. Es geht ja auch, in Ukraine wurden ja auch Ölreserven gefunden, um die geht es jetzt nicht primär, aber auch so. Nehmen wir auch, wenn sie schon mal da sind. Ja, na ja, ja, und klar. Also
Das ist halt alles ein bisschen schwierig. Und ich weiß damit nicht mehr umzugehen, mit diesem Scheiß, ey. Nee, also mit diesen Schwurblern, das ist eh so eine Sache. Auch mein Bekannter, mit dem ich manchmal noch schreibe, der auch immer so gegen, also auch dachte, Corona-Diktatur und Merkel ist schuld und Rosten ist bezahlt und Bill Gates und so, ist auch jetzt pro Putin und pro Russland überraschenderweise, was mich nicht überrascht eigentlich. Und er hat mir auch schon so Reden geschickt. Hier, hört ihr mal an. Da sagt die Person das und das. Dann höre ich es mir an. Und sagt er doch überhaupt nicht. Wo denn? Ja, du bist doch nur Gehirn gewaschen. Und du und deine Faktenchecker. Sag ich, nee, ich hab's bereits angehört, was du mir geschickt hast. Er sagt das einfach nicht. So, ja. Und da kannst du nicht mehr irgendwie angreifen. Da ist es einfach sinnlos. Ja, das hatte ich halt jetzt im Gespräch mit ihm auch zweimal, dass ich so direkte Sachen gesagt habe, auf seins eingegangen bin. Und dann kam aber irgendwas ganz anderes. Ja, neue Links halt und Videos. Also steht. Unter anderem dieses, hast du dieses 1-Stunden-Putin-Video überhaupt gesehen? Darauf kam halt einfach keine Antwort so. Mhm. Weil hat er garantiert nicht. Nee. Ich weiß halt auch, dass er nicht so gut Englisch kann. Das heißt, seine Quellen sind halt alle deutsch. Und wenn dann irgendwie eine russische Rede englisch untertitelt ist, das wird er sich keine Stunde geben. Mhm. So. Und es ist halt einfach sehr schade, dass, ja, also wir sind schon bei manchen Sachen auf einem Nenner. Ich sag halt, ne, dieses, also ich kann das ja nachvollziehen aus der russischen Sicht, habe ich ihm auch gesagt. Mhm. Ja. Aber nichts entschuldigt, einfach in einen souveränen Staat einzumarschieren. Ja, das hab ich auch schon gesagt zu meinem Bekannten. Und dass man natürlich verstehen muss, so haben wir auch im letzten Podcast schon gesagt, dass halt die NATO Russland auf die Pelle gerückt ist, entgegen anderer Versprechungen. Einfach Russland in die NATO reinholen. Problem gelöst. Ist es so einfach? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht. Aber er will gar nicht. Aber das wäre doch so schön. Könnte ich einfach alle in die NATO eintreten? Ja, oder alle austreten. Oder alle kommt aufs selbe raus. Das wäre die Linkspartei zum Teil, was ich nicht verstanden habe. Ich finde die Linkspartei an sich in vielen Punkten sehr gut und die wähle ich auch manchmal eher, als ich die Grünen wählen würde, weil ich die Grünen für konservativ halte und nicht für progressiv. Aber diese NATO-Kritik raff ich nicht so richtig. Also es ist doch schon irgendwie sinnvoll, so ein Bündnis zu haben und den Frieden zu sichern. Es ist nicht alles gut, so es, überhaupt ja, nicht. Es ist ein ganz schwieriges, komplexes Thema. Es ist mega schwierig, aber ich dachte mir... Da knüpft ja das Nächste an, weil dein Chef hier, Martin Sonneborn, hat ja auch so einen kleinen Shitstorm, weil Leute sich ja dagegen gestellt haben, die russische Invasion zu verurteilen auf Europaebene und er hat sich enthalten, glaube ich. Nicht ganz richtig, es ist fast richtig. Es gab wohl. Das war daran geknüpft, dass man gleichzeitig aufrüstet und irgendwie weitere offensivere Dinge tut. Das war es nämlich. Es gab ganz viele auch so prominente Menschen auf Twitter, die dann meinten: Ja, Sonneborn stellt sich gegen Ukraine und so will Russland supporten. Stimmt so nicht. Es gab halt Abstimmungen, was man für Sanktionen verhängen will, wie man mithelfen will, die Ukraine zu unterstützen. Und Sonneborn hat für vieles gestimmt zum Support für die Ukraine, aber hat sich bei den Sachen enthalten, wo es um Aufrüstung ging und wo es um militärische Dinge ging. Das war das Einzige, weil er eben gesagt hat, es ist für ihn eine rote Linie, irgendwie eine Aufrüstung zu begründen mit irgendwelchen Dingen. Das kann ich verstehen. Ich meine, ich hätte. Ja, und das ist halt. Mich ähnlich das ist verhalten. Halt auch wieder so ein Trick, ne? Das wird ja in Amerika bei fucking jedem Gesetz allem, gemacht. Ja. In Deutschland ist es, glaube ich, nicht so hart. Und auf Europaebene kenne ich mich nicht so aus. Aber dass man halt irgendwie ein Gesetz macht, wo alle sagen, jo, cool. Und dann aber so kleine Sachen reinwebt, die damit verbunden sind, die halt scheiße sind. Und das ist halt in dem Fall total dumm. Also wir stimmen heute ab fürs Grundeinkommen. Aber wenn das kommt, müssen wir auch alle Juden abschlachten in Deutschland, okay? Wer ist fürs Grundeinkommen? Du bist dagegen, du Arschloch, du Nazi. Ja gut, das war jetzt vielleicht ein bisschen sehr übertrieben, aber ja. Um das mal aufzuzeigen, was es ist, ja, also du hast halt eine Sache, für die du voll einstehst, die aber an so einen Scheiß geknüpft ist, den du halt nicht willst, wie halt den Genozid an den Juden zum Beispiel. Dafür stehst du nicht? Eher nicht, nee. Ah, okay, gut. Wolltest du nur mal sicherstellen. Ja, die Wehrpflicht jedenfalls finde ich die ganz, ganz schlimm. Und es ist eine Wehrpflicht durch die Vordertür tatsächlich. Kommt auch der Wehrzwang, frage ich mich. Oder die Wannpflicht. Die Wannpflicht, ja. Wer wie was? Ja, diese wichtigen 911-Fragen. Wie heißt das bei uns? 110. 110. Oder 112, je nachdem. Oh, ich bin zu viel im englischen Internet, im Englischsprachigen. Warst du noch zur Musterung eigentlich? Nee, ich hätte gemusst, aber ich habe gesagt... Ich gehe nicht. Wenn sie mich wollen, sollen sie mich holen. Und es kam keiner. Und dann ein Jahr. Ich weiß nicht, wo der wohnt. Ich weiß nicht, ich glaube, es kam ein Brief nochmal und dann habe ich irgendwas, weil ich da auch die Schule wiederholen musste, also das eine Jahr.
Ich weiß nicht, ob das da relevant war. Aber irgendwas war, aber ich habe auf den Brief nicht reagiert. Ich hatte nur den Plan, wenn irgendwas ist, dann sage ich das. Und ein Jahr später wurde es dann halt ausgesetzt. Ja, Ja. okay. Genau. Drecksmusterung. Ja, es ist, hätte ich auch nicht gemacht, aber ich war auch dann, ich bin auch noch jünger als du, 2, 3 Jahre jünger als du und ich habe es auch nicht mehr dann mitmachen müssen, zum Glück. Und ich kenne jemanden, der hat erzählt, nee, war das sogar Flake von Rammstein, ich habe irgendein Buch gelesen, in dem er schrieb, dass er sagte, er sei schwul und Bettnässer und durfte deswegen verweigern. Ganz einfach. Ist heute Ist nicht mehr auch so. alles absurd eigentlich, Ist heute ey. nicht mehr so. Heute kannst du sogar als Bettnässer und als Homosexueller zur Bundeswehr gehen. Guck mal, Aber wo sind früher wir nicht denn da mehr. hingekommen, ey? Schade eigentlich. Oh Gott, ey, ja, es ist halt alles dumm. Es ist alles dumm. Ich könnte mir schon wieder mundfusselig reden. Ich wünschte, ich könnte. Ich habe auch gerade die Energie nicht, da mich zu investieren in dieses Schwurbelthema, aber eigentlich. Ich will das, ich habe das richtig gemerkt, dass ich habe das gesehen in der Instagram-Story, habe so gedacht, nee, es hat keinen Sinn so. Und dann habe ich eine Stunde später, habe ich auf die Instagram-Story reagiert und dann habe ich mir was geschrieben und so, Deine weil Diskussion ich konnte entfacht. es nicht stehen lassen, weil ich eigentlich halt ein gutes Verhältnis mit dem habe, so. Und Ach, du folgst dem auch noch bei Instagram? ja, na klar. Ach so, jetzt nicht mehr, jetzt nicht mehr. Oh, gerade entfolgt. Sehr Ja, gut. kann man nicht nachvollziehen. Sehr gut. Und das ist halt schwierig. Und ich finde es total nervig. Also gut, ich gehe jetzt mal davon aus, aber ich empfinde das so, dass man allgemein, und das nicht nur in meinem Fall so ist, schwierig miteinander klarkommen kann, wenn man bei diesen großen Themen nicht einer Meinung ist. Und das finde ich, also wahrscheinlich ist es nicht so, weil in Amerika gibt es ja diese zwei Lager, da ist es ja richtig krass politisch getrennt und die müssen ja auch irgendwie miteinander klarkommen. Aber. Also, wenn man sagt, Putin wurde zu diesem Krieg gezwungen, dann Das stimmt, das was nicht kann ich von der so nicht, Grundhaltung her. das ist schwierig Das ist das, was einfach. ich seit Jahren schon immer sage. Ich komme halt klar mit Leuten, die FDP wählen, ja, die irgendwie denken, der Markt regelt schon, es war Märchen, aber von mir aus. Oder wenn du an Gott glaubst oder an irgendwelche anderen magischen Wesen, okay. Aber sobald du anfängst zu behaupten, dass Menschen, die übers Mittelmeer flüchten, ja selber schuld seien und ertrinken sollen und so weiter. Oder dass Homosexuelle nicht heiraten dürfen, das ist für mich dann einfach eine Grundhaltung, die ist menschenfeindlich und verachtend und mit der will ich nichts zu tun haben. Klar können die ihre Meinung von mir aus haben, ja, aber ich nicht in meiner Nähe. Ja, und wenn jetzt noch dazu kommt, dass diese Meinung halt jetzt auf wahrscheinlich knapp 2 Jahre Bubble-Beschallung ist, ob das nun irgendwelche Telegram-Kanäle sind oder sowas, und, weißt du, das ist so hart. Ja, und wem die Telegram-Kanäle von Hildmann und so jetzt fehlen, also wer die vermisst, kann Der jetzt. kann bei patreon.com einfach $3 lassen und in meinen reinkommen, da ist nämlich keine Schwurbelei, nur gute Laune und Memes. Es gibt manchmal Leute, wo ich mir auch denke, Es ist eine Person. Ja, aber was ich sagen wollte, ist, das ukrainische Innenministerium hat einen Telegram-Kanal aufgemacht, Okay. in welchem sie russische Soldaten, Gefangene, aber auch Tote quasi posten. Und so ein bisschen identifizieren wollen, dass man Oha. sagen kann, hier, wir haben den gefangen und der ist tot, nur zur Info. Und was zur Aufklärung gilt, aber eben auch als Abschreckung, so ein bisschen, dass die auch Menschen töten können und Die quasi eben Ukraine. Ukrainer. Ist das dann so richtig gory? Offiziell. Ja, aber ist das richtig blutig oder sind das dann nur so Ich habe es noch Gesichter? nicht gesehen, Ach aber so. es soll wohl dazu dienen, dass man die identifizieren kann, dass sie wieder dann nach Hause geschickt werden können oder eben dann von Mutti abgeholt werden können. Aus dem Spieleparadies, Ja, aus dem quasi. Badegebell. Das ist schon richtig heftig, weißt du? Ja. Ich hatte ja auch mal einen Verwandten, der in Afghanistan war, so für lange Zeit. Und immer wenn du Nachrichten hörst von irgendeiner Bombe, die hochgeht in Afghanistan, denkst du, oh fuck, was, wenn die Person dabei war. Was Quatsch ist, weil die benachrichtigen ja erst dich als Familie, bevor sie es in die Nachrichten senden. Aber trotzdem, diese Angst zu Naja, haben, wenn dass. er identifiziert wurde. Doch, die wissen bei Bundeswehr schon ganz klar, wen es Ach betroffen hat, sehr so, ach schnell. so, ach so, Ja. Afghanistan im Sinne von Vom Bundeswehr, Soldaten. Ja, genau. okay. Und ich finde es heftig, wenn du russische Mutter oder Vater bist, dass halt ein Sohn, ich glaube, die schicken keine Frauen in den Krieg in Russland, du hast halt einen Sohn, der da gerade in der Ukraine kämpfen muss. Du musst eben ständig diesen Telegram-Channel checken, ob der halt tot ist. Und siehst halt Leichen nach Leichen, das ist bestimmt furchtbar, furchtbar eklig Ja. und dramatisch. Da sind wir wieder bei dieser Vorstellung der Soldaten mit dem Smartphone in der Hosentasche. Der dann irgendwie abends Mutti immer schreibt: Jo, war gut, hab 3 erwischt, mir geht's gut, bis morgen. Ist alles so absurd, Alter. Diese Timeline,
Das meine ich halt, es passt irgendwie nicht zusammen. Es passt für mich nicht zusammen, dass wir so krass vernetzt sind und alle cool, also natürlich nicht wirklich cool miteinander, aber weißt du, wie ich es meine, theoretisch, weißt du. Und dann gleichzeitig hast du einen Livestream, wo Leute irgendwie auf AKWs schießen. Ja. Das ist alles so dumm. Das fühlt sich so nach Endzeit an. Das haben wir schon gesagt, als Corona irgendwie ganz groß war, das ist ja immer noch, dachten wir auch schon, krass, das ist halt so ein Endzeitding. Aber jetzt mit weltweite Pandemie und jetzt ein großer Krieg, der eskalieren kann. Also würde mich nicht wundern, wenn wir die nächsten 100 Jahre nicht überleben als Menschheit. Also vor 5 Jahren hätte ich gedacht, unmöglich. Weißt du, wir leben in modernen Zeiten mit Social Media, mit Smartphones und so weiter. Taylor Swift, die Hüften schwingt. Aber jetzt auch ein Krieg und eine Pandemie hätte ich mir nicht ausgemalt in meiner Lebzeit. Obwohl das gut zusammenpasst für mich. Krieg, Pandemie, Taylor Swift, Ja, das ist so nah die dran. heilige Dreifaltigkeit der Das, Scheißigkeit. ja. Ja, also für mich war ein Video auch herausragend. Eine Legende, keine Ahnung, eine Überlebende der Belagerung von Leningrad, Jelena Osipova, eine sehr alte russische Frau, hat gegen den Krieg protestiert und wurde dann verhaftet. Also stehen so fünf Polizisten auf so eine 1,40 Meter große 90-jährige Oma rum und verhaften die. Das ist auf jeden Fall auch ein Zeichen davon, dass du gerade dein Land voll im Griff hast, oder? Ja, voll. Die haben ja auch Kinder verhaftet, ne, auf irgendwelchen Demos in Russland. Zu Recht, Also, was fällt dir ein? das ist halt so heftig, dass du halt hier diese Schwurbler hast in Deutschland, die halt behaupten, die würden in einer Diktatur leben, die aber 2 Jahre lang jeden Monat auf die Straße gehen konnten, demonstrieren konnten, ohne irgendwelche Sanktionen großartige. Und hier hast du halt einmal irgendwie ein paar Demos und zack, hast du irgendwelche Omas und Kinder im Knast, so. Ja. Das ist Diktatur, liebe Leute, aber es versteht halt keiner von den Schwurblern. Was auch Diktatur ist, ist nämlich hier in Deutschland. Die bösen Deutschen haben dem armen Billionär Alisher Usamonov die Megajacht weggenommen. Oh nee. Doch. Wer ist So. das? Na, ein russischer Billionär. Ach so, Wann fangen wir ja. eigentlich mal an, die ganzen Bill Gateses und Elon Musks auch Oligarchen zu nennen? Ab heute. Okay. Für mich ist Bill Gates ein Oligarch. Gut. Und Elon Musk und Vince Jeff McMahon. Bezos, mein Lieblingsoligarch, Ja. von dem an seiner Titte hänge ich. Aber ist denn dieser Oligarch auch ein Putin-Befürworter? Das ist halt ein Russe, reicht. Ach so. Das ist halt der nächste Step, ne? Dass jetzt da so eine allgemeine Russland-Kritik ist, die ich auch ein bisschen schwierig finde. Dass es jetzt so Feindlichkeiten gibt. Also natürlich nicht nur, es gibt auch andere Sachen, aber schwierig, wenn man jetzt sagt, hey, ihr scheiß Russen, so. Ja, es gibt echt sehr viel leider, dass Menschen das jetzt Leuten in die Schuhe schieben, die hier leben und wohnen. Und ich habe auch eine Person, mit der ich sehr engen Kontakt hatte, die auch aus Russland kommt. Und die ist sehr, sehr stark pro-Ukraine. Und echt, die postet jeden Tag 10 Stories mit irgendwelchen Hilfsmöglichkeiten für ukrainische Flüchtlinge und so. Und sagt, sorry dafür, für mein Land, ich schäme mich dafür. Und deswegen, es ist nicht jeder russische Mensch so wie Putin. So wie im Das Fernsehen. vergessen halt sehr viele, dass halt nicht die russischen Menschen verantwortlich sind, sondern dass halt Putin verantwortlich ist und die Regierung. Und deswegen ist ja auch die Kritik daran, dass zum Beispiel die Einkaufsläden in Russland jetzt irgendwie dicht gemacht werden und nicht mehr beliefert werden, dass verschiedene Einrichtungen ihre Angebote zumachen, FIFA und so weiter, haben aus den Videospielen die russischen Mannschaften rausgenommen. Echt? Und es betrifft ja irgendwie Das ist auch die ja russische horrible. Bevölkerung, weißt du? Klar, es ist auch ein wirtschaftlicher Schaden für Russland letztendlich, aber eben auch die Menschen vor Ort. Und da frage ich mich so ein bisschen, ob das auch dafür sorgen soll, dass die russischen Leute irgendwann, dass es ihnen zu viel wird und die rebellieren mehr Ja, gegen das die ist ja so ein Regierung. bisschen die Idee. Aber ich weiß nicht, also zum einen sind die ja high on Propaganda, auf der anderen Seite sind die ja auch so mit ihrer Geschichte, glaube ich, nicht jetzt ganz so abgeneigt von den ganzen Verhältnissen da. Also Befürwortung 50-50 habe ich gehört, aber auch anderes. Also wenn es 50-50 wäre, wäre das sehr wenig, weil eigentlich ist das ja immer so, wenn ein Land Krieg anfängt, dass es am Anfang eine sehr hohe Befürwortung gibt. Auch halt für die Führer, für die Präsidenten, für was auch immer. George W. Bush zum Beispiel, der hatte kurz bevor er gegangen ist, irgendwie ein Approval Rating von 23, glaube ich. Was halt fucking low ist. Ja. Aber als der Krieg angefangen hat, war das halt hoch, weil dann ist ja halt dieses, yo, wir eine Er Nation und macht so, was und und so, here we ja. go, wir verteidigen unsere Freiheit und so. Und wenn das jetzt schon bei 50-50 wäre, so, ich weiß nicht. Aber es ist halt auch wieder so, kannst du nicht ganz
drauf eingehen, wie korrekt das jetzt alles ist durch dieses ganze drumherum Geballere. Aber die schlimmste Sanktion, die Putin bis jetzt bekommen hat, scheiß auf Pornhub, scheiß auf alles, er hat seinen Taekwondo-Gürtel weggenommen bekommen. Nein, den schwarzen, ne? Den schwarzen Gürtel. Er darf nie wieder... Jetzt rutscht ihm alle Hosen runter wahrscheinlich. Ja. Voll peinlich. Unangenehm. Deswegen zeigt er sich nicht mehr, weil er jetzt ohne Hosen dasteht. Ja. Hat keine Gürtel mehr. Ja. Internationales Komitee hat gesagt, nee, so ein schwarzer Gürtel steht auch eigentlich für, ich habe es mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber so für bestimmte Werte wie, ne, irgendwie, das ist ja auch wieder so ein Ding, man setzt die Kampfsportart nur ein, um sich zu verteidigen und so. Ja. Und man möchte jetzt meinen, dass das bei der Ukraine jetzt nicht der Fall ist. Nicht, dass Putin jetzt gerade mit seinen Karate-Tritten da irgendwie an der vordersten Front steht, aber so übertragen lässt sich das vielleicht nicht ganz miteinander vereinen. Auch die Gesellschaft der deutschen Sprache hat ihm jetzt seine Sprachrechte entzogen. Jetzt spricht Putin kein Wort Deutsch mehr. Ja. Also er hat bald gar nichts mehr, Putin. Ja. Wenn er jetzt noch GEZ zahlen muss, dann ist Feierabend. Und zwar für alle Haushalte in Russland. Ja. Viel Spaß. Es gibt noch ein Wachsmuseum. Das hat sich entschieden, den wegzunehmen. Mhm. Da stand so ein Wachs-Putin rum. Ich weiß gar nicht, wo das war. Vielleicht hätten den verbrennen sollen. Einfach als Kerze benutzen sollen. So ein Kerzendocht auf dem Kopf und dann anzünden von einem Ukrainer oder so. Ja, aber ich glaube, so funktioniert eine Kerze nicht, wenn man den Docht nur auf den Kopf stellt. Schade. Oder halt durchziehen, wie es halt so ist. Den Putin durchziehen, Alter. In eine Bong rein. Wachsfiguren sind ja nicht aus Wachs komplett. Die haben ja eh nur so einen Wachskopf und so und Hände. Da ist ein echter Mensch drin. Ja, nee. Der hat eine Wachsschicht drüber, deswegen sehen die so echt aus. Nee, die sind doch eh irgendwie nur zu 10% aus Wachs, dachte ich. Das ist der Kopf aus Wachs, der Rest ist halt so Plastikkörper. Ja, und so. Andernfalls wäre es schon dumm. Irgendwie. Ja, teuer und aufwendig. Und es gab den Hashtag #IStandForPutin. Auf Twitter und überall anders. Ice Dance? Ice Dance, also Eisstanzer. Nee, na, auf dem Eis tanzen. Ach so, Ice Dance. Bis man sich die Knochen bricht. Ice Dance vor Putin quasi. Und da haben ganz hochrangige Ballett-Eistänzerinnen Tänze aufgeführt, um ihre Solidarität zu Putin aufzuzeigen. Das ist, glaube ich, Quatsch, was du gerade sagst, oder? Ja, schon Quatsch. aber damit wollte der Mensch ausdrücken, dass sie halt für Putin sind so und was er Gutes tut. Und, aber das hat die Gegenseite mitbekommen. Und jetzt haben sie quasi mit dem Hashtag angefangen, Kritik an Putin zu äußern und das zu kapern. Als Boomerang-Effekt, sozusagen, wurde das genannt. Mhm. Und das wurde gekapert. Finde ich witzig. Da haben die Boomer einmal was Gutes gemacht. Einen Rang. Ja, der Boomerang quasi. Wenn du so der Überboomer bist, bist du Boomerang 1. Doch, ist gut. Abgehakt. Davon habe ich tatsächlich nichts mitbekommen. Das ist ja mal eine, ich schon. Eine schöne Aktion. Auf dem Weg hierher tatsächlich. Ich habe nochmal aufs Telefon geschaut, dachte, was gibt's Neues und Hashtag. Ja. Ich habe noch eine, jetzt haben wir echt so viel Düsteres hier gehabt, ich habe noch eine richtig witzige Sache. Die hat damit zu tun, aber nicht wirklich. So, es gab ein Interview, ein indischer Sender, der aber Englisch gesprochen hat, also man kann sich das gerne angucken. Fake. Was, Fake? Ja, ja. Ja, könnt ihr nicht. Wenn er Englisch spricht? Ja. Nee, der hatte so eine Live-Schalte mit zwei anderen. Ein McAdams vom Ron Paul Institute of Peace and Prosperity. Und ein Ukrainer, der irgendwie in Kiew vor Ort ist und da, ich glaube, bei einer Zeitung arbeitet oder sowas. Ist egal. Ist für die Story nicht relevant. Und dann gibt es so einen 2-3-Minuten-Ausschnitt und ich habe mich richtig bepisst, Alter. Also die sprechen so zu dritt. Der eine, der McAdams, sagt aber gar nichts. So. Und der andere, also der News-Host, spricht mit dem Ukrainer, denkt aber durch eine Falscheinblendung, dass das dieser McAdams ist. Und die schreien sich in einer Tour an. Es schaukelt sich so richtig geil hoch und die schreien sich so an. Und der McAdams kann aber den anderen nicht hören. So. Das heißt, der McAdams denkt in dem Fall, er wird angeschrien, weil der andere halt auch mal seinen Namen nennt. Hey, McAdams. Und er sagt dann halt so eine Scheiße wie, wenn du dich hier so aufregst, dann geh doch nach Kiew. So, geh doch vor Ort. Sagt er in dem Fall aber zu dem, der vor Ort ist. Ja. So, und der andere hört es aber. Und sagt, hä, ich sag doch gar nichts. Und der hört es aber nicht. Und es geht 2-3 Minuten lang. Und dann am Ende sagt er, und er hört sich fast den Tränen nah an, der McAdams sagt so, I never said a thing. I'm McAdams. Und dann so, yes. Und dann checkt er es so langsam. Ja. Das ist so geil, Alter. Also das ist einer der besten News-Blooper, die ich seit langem gesehen habe. Die Vorstellung auch,
dass da der andere am Telefon quasi die ganze Zeit dich anschreit, auch deinen Namen permanent nennt, ja, und du aber nichts sagst, und der dann so, fall mir nicht ins Wort. Richtig geil. Es gab noch ein Video, was viral ging, und zwar verschiedene DiplomatInnen aus der Welt haben sich getroffen. Aus der UN. Aus der UN und haben Reden gehalten zum Thema Menschenrechte unter anderem. Und als der russische Diplomat an der Reihe war, sind sämtliche Diplomaten aufgestanden, haben den Raum verlassen. Und es waren nicht alle, aber 140. Aber so fast alles. Ja, es waren echt vereinzelt, saßen noch Menschen da irgendwie. Wahrscheinlich, weiß ich nicht, welche Staaten da mitgemacht haben. Aber fast sonst alle, die halt in den United Nations sind, ne? Sonst war da der Saal halt leer und das war sehr, sehr schön anzusehen, diese Solidarität. Ja. Ich weiß nicht, ja, also es ist eine schöne geschlossene Sache, aber keine Ahnung, was bringt so, weißt du? Also, was ich letzte Folge schon gesagt habe, eigentlich muss man am Ende halt in irgendeiner Form einen Dialog finden. Aber klar, man will der vermeintlichen oder wahrscheinlichen Propaganda auch keine Bühne bieten und so. Ja, ja, kann man schon mal machen. Und mein letzter Punkt, den ich zu dem Thema Krieg habe, ist EU-Beitritt von so Staaten wie Georgien, aber auch der Ukraine auf einmal. Und bisher wurden die Verhandlungen ja nie aufgenommen mit der Ukraine, weil sie ja noch sehr weit entfernt sind von den Zugangsberechtigungen zur EU. Jetzt wurden die aber aufgenommen, die Verhandlungen, und ich sehe es aber sehr kritisch. Also klar wird es nicht sofort passieren, dass sie in die EU aufgenommen werden, aufgrund der Sachen, die sie nicht erfüllen können. Aber nur aufgrund des Krieges finde ich das ein bisschen schwierig, das zu machen. Ja, das ist vielleicht auch erstmal nur so für die Optik, weißt du? Ja, als Symbolik, aber sie werden ja eh nicht reinkommen. Ich meine, sie haben weder wirtschaftlich noch irgendwie von den Menschenrechten her die Begebenheiten, in die EU eintreten zu dürfen. Ja. Man darf nicht vergessen, dass die Ukraine ja selber jetzt nicht so die geilste Pressefreiheit hat und die beste Landesfreiheit. Ja, ich wollte auch gerade sagen, bei all diesem Zelensky-Gehype, was diese Woche nochmal richtig eskaliert ist, so. Geiler Typ auch, und er schläft keine Sekunde und ist voll am Start und mit seiner schussrichtigen Weste und ist geiler Typ so, ja. Mhm. Aber bei all diesem Gehype muss man halt auch sehen, dass da nicht alles irgendwie rosig ist. Und auch, also das ist ja, die werden gerade zusammengehalten von ultra hartem Nationalismus, der jetzt nicht pauschal was Schlechtes sein soll, aber weißt du, wenn das hier in Deutschland so wäre, wäre es halt irgendwie ein bisschen kritischer, oder? Wenn man so sagen würde, ja, unser deutsches Land wird verteidigt bis auf den letzten Blutstropfen. Und auf der anderen Seite denkst du, okay, aber wahrscheinlich in the long run so, werden die da nicht gewinnen können. Und dann ist es fast eine Überlegung wert zu sagen, okay, wir ergeben uns und verhindern jetzt die nächsten Wochen und Monate, dass hier Hunderttausende noch sterben. Weil wir es wahrscheinlich eh nicht. Also was ist denn? Das ist ja eine übelste Pattsituation. Aber egal, das geht wieder ins Tausendste. Was ich sagen wollte, da ist halt nicht alles super geil, deswegen sollte man dieses Land jetzt auch nicht, weißt du, so bedingungslos einfach nur voll hypen. Es gibt zum Beispiel auch diese eine, ich glaube, Azov heißen die, so eine kleine Einheit der Nationalgarde, wo halt auch bestätigt sehr viele Nationalsozialisten, also die sich auch selber als Nazis bezeichnen würden, da irgendwie 10-20% von dem, was man sagt. Und die haben so ein Video zum Beispiel gemacht, wie sie ihre Kugeln in Schweinefett tauchen gegen tschetschenische, muslimische Angreifer. Und das wurde halt dann auch von offizieller ukrainischer Twitter-Account-Seite geteilt. Das ist halt, also erstmal davon abgesehen, dass es totaler Schwachsinn ist. Ja. Aber die Message soll halt sein, hier, wir schießen euch direkt in die Hölle oder was auch immer. Aber also das ist halt auch nicht geil. So. Nee, ist auch sinnlos, oder? Ich meine, das gute Schweinefett. Erstens das. Nee, und zweitens, das hätte man noch als Kleidmittel verwenden können. Zweitens denken die nicht drüber nach. Ich meine, es geht doch darum, dass das doch wahrscheinlich Allah oder so aussucht, wenn die Hölle kommt und wenn nicht. Wenn jetzt aber sehen, aha, du bist umgebracht worden von einer Schweineschmalzkugel. Ab in die Hölle mit dir, du böser Junge. Ja, es ist alles dumm. Sinnlos. Soweit ich weiß, darf auch ein Moslem, wenn es darum geht, dass er sonst verhungern würde, darf der auch Fleisch, also Schweinefleisch zur Not essen. Ja. So. Aber ja, so weit wird da halt nicht gedacht. Es ist witzig, wenn man sieht, dass irgendwelche Ukrainer da mit dem Tracker irgendwie Panzer klauen und so. Ist alles geil, dass die auch da zusammenhalten und schön Stimmung machen und so. Mhm. Aber es ist jetzt nicht alles bedingungslos, nur geil. Nee, das nicht. Ich würde sagen, der Krieg ist vorbei, oder? Der Krieg ist jetzt erstmal vorbei. Ich will jetzt wirklich für mich eine richtig geile Sache sagen. Und zwar, Jack White hat einen neuen Song rausgehauen. White Stripes wurden ja leider aufgelöst, weil Mac White
große Probleme auf der Bühne hat mit Angstattacken und so. Mhm. Aber Jack White macht Solo sehr viele Alben. Der ist ja nur am Produzieren. Er bringt jetzt am 8. April bringt er auch wieder ein neues Album raus. Und er hat bis jetzt nur Banger veröffentlicht. Also ich glaube tatsächlich, das könnte sein Solo-Album sein, was mir noch am meisten gefällt. Denn normalerweise White Stripes einfach ungeschlagen, beste Band. Er alleine ist auf jeden Fall geil, aber es ist, kommt nicht ganz daran. Mhm. Hat halt diese simple Art, dieses einfache Schlagzeug von Mike White ist so geil. Egal. Und dieser neue Song, Heidi Ho heißt der. Heidi Ho. Heidi Ho. Also, und da dachte ich schon, was ist das denn? Also Heidi ist eine Hure quasi. Genau. Nein, Hi-DE-HO. Heidi Ho. Okay. Ja, und genau das dachte ich mir auch schon. Das ist so ein richtig untypischer Titel für den. Dann höre ich da rein. Und es ist ein Song, du weißt... Zu keinem Zeitpunkt weißt du, was die nächsten 5 Sekunden passiert. Das ist ganz komisch und es ist so geil. Das wollte ich nur mal sagen, weil das war für mich eines der Highlights der Woche. Richtig geil. Und auch sonst die Songs bisher. Er hat zum Beispiel den Soundtrack vom Trailer vom neuesten Call of Duty gemacht. Ah. Mal dahingestellt, dass das Spiel scheiße ist, aber der Song ist auch richtig geil. Immerhin. Aber was, wieso, weil die Schlagzeugerin nicht mehr auftreten will, haben sie aufgelöst. Ja. Ist doch Quatsch. Also wieso machen die es nicht wie Ich und Ich zum Beispiel? Da ist ja auch er hier, Adel Tawil, der Frontmann und Sänger und der Star. Und die Annette Humpe, die hat ja auch Lampenfieber und schreibt aber die Songs trotzdem mit und produziert mit. Können sie auch machen. Er war ja schon so ein bisschen auch musikalisches Mastermind. Sie hat insofern beigetragen, dass sie halt sehr limitiert in ihrem Skill war, aber das hat die Musik halt gerade so geil gemacht. Mhm. Gibt's auch ein sehr geiles Video zu, warum es gerade so gut ist und warum der Sound so einzigartig ist, weil er halt so simpel ist durch ihr Schlagzeugspiel. Egal, das also geht sehr ins Detail. Ich und ich sind quasi die deutschen White Stripes, kann man sagen. Das ist sowas von beleidigend. White Stripes, da kommt nichts ran. Ich habe letztens gesagt, dass die Flippers sind die Ärzte des Punk. Die Ärzte des Schlagers. Ja, die Ärzte des Punk. Die Ärzte des Schlagers, weil ja, es sind auch 3 Männer. Mhm. Ja, ein Blonder, 2 Dunkelhaarige und ein Stehschlagzeuger. Der Manfred ist schon gestorben, ja, rest in peace. Aber die Bela. Die 1 Bela zu quasi, 1. Ja. Muss man so sagen. Und dann als Vampir wieder auferstanden. Hört euch mal an von den Flippers. Wir sagen Dankeschön. Banger, sag ich dir. Wir sagen Dankeschön. 40 Jahre, die Flippers. Großartig. Ich liebe es. Ja, Batman. Genau, der Vampirfilm, ne? Genau. Mit Tiber Erster, nicht Edward Cullen, der andere. Heißt Pattinson, Robert Pattinson. Ich hätte jetzt fast Edward Cullen gesagt, aber stimmt. Ja, Edward Cullen ist ja die Rolle. Ja, deswegen war ich gerade verwirrt. Hey, der ist das doch. Und Robert Pattinson ist jetzt der neue Batman. Ja. Und ich fand die Trailer echt gut. Hat mir gefallen. Ich dachte erst, so ein dürrer Lauch irgendwie spielt Batman. Weil Batman ist ja eigentlich ein Muskelmensch. Du bist ja der Muckis und. Ja, er ist ja so Muscle Man. Muscle Man, genau. Und jede Fledermaus hat ja Sixpack, weiß man ja. Ja, ist so. Und ich dachte mir, aber es wirkt in den Trailern ganz cool irgendwie. Ja. Und ich habe jetzt aber schon Kritiken gelesen, dass der Film wohl sehr beliebig ist, dass die Dialoge sehr ins Erklärende übergehen und nur die Action-Szenen brillieren können und man eher enttäuscht rausgeht. Hast du ihn gesehen? Also David hat 4 von 5 Sternen gegeben. Ich habe ihn nicht gesehen. Kalle hat mich... David Hein, ach so, der hier hängt. Ja, sorry. Kalle hat mich gefragt, ob ich mit ins Kino gehen will. Aber ich muss tatsächlich sagen, die Lauflänge von 3 Stunden schreckt mich am meisten ab. 3 Stunden? 3 Stunden. Geil. Also das ist das, wo ich am ehesten sage, boah, ich weiß nicht, sehe ich mich irgendwie gerade nicht. Zumal ich halt jetzt nicht der Ober-Batman-Hype-Mensch bin. So ich klar, schon. Dark Knight, guter Film, bla, keine Frage. Gute Serie vor allem, also es sind ja 3... Ja. Es ist eine Trilogie. Ja, und was man zu dem Muskelpaket sagen muss, das ist ja nicht ganz die Wahrheit, denn unter anderem ist ja Batman auch so eher detektivisch auch immer unterwegs. Ja, das ist in den Comics mehr und in den Arkham-Spielen machst du das ja auch. Mhm. Die hast du wahrscheinlich nicht gespielt. Und das ist jetzt hier in dem halt auch eher der Fall, dass er halt eher so... Eher detektiv ist. Eher der Detektiv. Ich mag ihn mehr aus den alten Comics zum Teil. Da ist er ja auch so ein bisschen stärker so. Mhm. Und aus der Dark Knight-Trilogie. Und schon bei Gotham fand ich es schwierig irgendwie, dass der Bruce Wayne halt so ein Lauch ist. Kennst du noch den Spruch, kennst du Wayne? Ja. Was war das eigentlich für eine Scheiße? Dumm eigentlich. Also das war genauso rückschrittlich wie in die Ukraine einzumarschieren.
Das wurde so lange und so viel gesagt. Kennst du Rain? Oder ist mir Rain? Ja, also für die Leute, die das nicht wissen oder zu jung sind oder was auch immer. Oder zu alt. Tino hat jetzt zum Beispiel was gesagt. Ja, er hat gesagt, jo, Russland ist in der Ukraine einmarschiert. Und dann sag ich, kennst du Rain? Ja. Und es bezieht sich dann darauf, Rain interessiert's. Ja, wo ist der Bus? Es ist so dumme Scheiße, aber das also ich weiß nicht, vor 10 Jahren oder so. Genauso wie, und in diese Zeit hat uns Putin jetzt zurückgesprengt mit seinem Scheiß. Genauso wie mache Eier. Mache Eier finde ich auch witzig, ja. Junge, mach Eier. Das heißt ja auf Ostdeutsch quasi, mach hin, beeil dich. Ja, beeil dich. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das ursprünglich von dem Rambo-Parodie-Ding kommt. Ja, von Elsa Kleins dachte ich ja. Junge, mach Eier. Ja. Ja. Naja. Ein geflügeltes Wort. Bruce weiß. Wayne, deswegen bin ich da jetzt überhaupt nicht. Ich werde ihn mir anschauen, ich gehe auch gerne mit Kyle ins Kino, ich frage ihn mal. Ja, dann sag ihm das mal, der freut sich. Ist der gerade in der City? Der ist in der City, ich habe ihm halt auch gesagt, ich würde das dann spontan entscheiden, ich würde mir da jetzt keinen Termin mitmachen, aber wenn ein Termin steht und es heißt, jo, wir gehen, dann überlege ich halt. Nice. So. Ansonsten gab es noch mehr Tote in Pakistan auf einer Moschee der Schiiten. 30 Tote bei einem Bombenanschlag. Och, es reicht doch jetzt langsam mit Toten, oder? Aber diesmal sind es muslimische Leute. Die können sich doch mal... Ach so, na dann ist geil. Und dann? Nee, das ist auch so eine Sache, die mir aufgefallen ist, weil jetzt ganz viele Leute übelst ready sind, die Ukrainer aufzunehmen. Natürlich kannst du nicht 1:1 vergleichen, aber wo waren diese Leute, als es um Nahoststaaten ging, weißt du? Weil die, weil die unserem Kulturkreis näher sind. Ja, also... Das, der Verdacht ist es, der jetzt nahe liegt. Das ist kein Verdacht, das haben die auch so gesagt teilweise. Na gut, okay. Aber das ist schon hart, oder? Oder auch die Schwarzen, jetzt wenn irgendwie Menschen aus Afrika in der Ukraine studiert haben, jetzt nach Europa flüchten, die wurden auch schon aufgehalten von Grenzoffizieren, so, einfach weil die schwarz sind. Das ist unfassbar eklig und rassistisch. Ja, aber immerhin, um es nochmal positiv zu drehen, irgendjemand hatte nachgefragt, in Polen, wo sind denn eure hier Flüchtlingslager? Und da hat dann der Typ von Polen gesagt, irgendein Typ, ich habe jetzt keinen Bock mehr hier. Irgendein Typ, wahrscheinlich ein Regierungsrelevanter, hat gesagt, wir haben keine Flüchtlingslager, die wohnen alle bei Privatpersonen zu Hause. Ah ja. Das ist schon mal schön. Das ist cool. Ja. Auch diese Partei von Hasse Totenhöfer oder so, hat ja auch gesagt, der ist ja auch sehr multikulturell und so und pro Multikulti, aber bei Flüchtlingen will weniger aufnehmen. Dafür die aufnehmen will, denen soll es besser gehen irgendwie. Mhm. Ist auch spannend, finde ich nicht gut. Ich finde, es sollte vielen Leuten gut gehen, aber anderes Thema. Jedenfalls gab es in Pakistan auf einer Moschee einen Anschlag und es gibt noch keine Täter, die sich jetzt identifiziert haben, die das gemacht haben könnten. Man vermutet, die anderen muslimischen Leute... Da hätte es jetzt so gut einen Gag draus drehen können, ne? Man konnte die Täter noch nicht identifizieren, weil halt nur noch so ein bisschen Apfelmus da rumlag. Ja, ja. Nee, aber es das ist ja dieses Schiiten gegen da diese andere Gruppe, ich weiß gerade, wie der Name ist, weiß ich gerade nicht. Die vermuten halt Sunniten aus der Richtung vielleicht. Mal sehen. Toll, ne? Alles dumm. Ja, die haben sich auch gedacht, es merkt jetzt keiner, während da hier Ukraine brennt. Aber die haben ihre Rechnung ohne unseren Tino gemacht. Haha, ich pass auf. Sagt ja auch mein Schwurbelkollege, dass der Krieg in Russland oder in der Ukraine nur ein Ablenkungsmanöver ist gegen die Impfpflicht. Ja gut, wir werden sehen. Auch Putin ist von Bill Gates bezahlt, wie es halt so ist. Okay. Ja, was hast du da noch? Kölner Einheit? Der Kölner Erzbischof, Wilki, bietet an, zurückzutreten, nachdem er halt einen schlechten Umgang hatte mit den Missbrauchsskandalen und so weiter und bietet an, zurückzutreten. Das ist aber nett. Ja, ist doch super, ne? Ja. Alle fordern das schon lange, dass er zurücktritt und es nicht mehr macht. Ja, aber macht er es jetzt auch noch oder bietet er es nur an? Angebot bisher. Okay. Hat noch keine Angebot. Angebot und Nachfrage, also ist so. Jetzt keiner... Ist so. Nun gut. Noch Mini-Themen, also Klimawandel ist jetzt nicht mehr aufzuhalten. Naja, das ist ja schon ewig nicht, aber ich weiß, was du meinst. Du meinst Extremwetter. Der Klimarat, genau. Extrem, es gibt ein neues Update, der Klimarat sagt, Extremwetter-Events sind nicht mehr verhinderbar. Genau. Und das ist die Sache, die geht mir am meisten auf den Sack. Weißt du, wenn ich hier im Winter Skateboard fahren muss, in der Kälte, das geht mir übelst auf den Sack, ja. Da sage ich mir, okay, wenn der Klimawandel es ein paar Grad wärmer macht, beschwere ich mich nicht. Aber wenn hier permanent Sturm ist, wie es vor 2 Wochen war, da kann ich halt nicht skaten. Und deswegen
würdet ihr bitte mal eure Plastiktüten ein bisschen zurückfahren? Würdet ihr bitte mal den Gashahn komplett abdrehen am besten? Stimmt. Guck mal, wie geil das wäre, wenn wir irgendwie vor 20 Jahren hier überall hätten so Windräder gepflanzt. Dann hätten wir dieses Nord Stream 2 gar nicht gebraucht. Stimmt. Da hätten wir jetzt sagen können, haha Putin, guck, wo du bleibst. Hätte Fahrradkette, wie es halt so ist. Ja, aber ne, das ist ja hier mehrfach. Und dieses ganze Budget, was jetzt hier in Militär gesteckt wird, die ganzen Militärflugzeuge alleine. Mhm. Aber hier Hans Wurst von nebenan darf nicht hier mit rein, eher mal auf den Malediven. Fliegen sie nicht hin. Mallorca. Scheißegal. Aber das ist doch dumm alles, ist das. Klar ist das dumm. Würdest du frieren wollen im Winter? Also wärst du bereit, kalt zu duschen und zu baden? Schwierig. Ich nicht. Also schwierig. Mhm. Aber also wenn es nicht anders ginge, würde ich sagen, wäre es für mich nicht das Riesenproblem. Ich bin halt, was Baden angeht, verwöhnt. Aber ja, ich auch. Glaube, ich kann da auch ohne. Ich habe ja generell im Winter nie die Heizung an. Mhm. Von daher, oder ich darf nicht nie sagen, es ist bestimmt ein, zweimal vorgekommen. So. Mhm. Aber ja, ist glaube ich auch gar nicht so gut fürs Haus, wenn die Heizung nie an ist, aber es ist ja auch nur mein Zimmer, scheißegal. Mhm. So. Also unter 15 Grad soll ein Zimmer nicht sein. Ja. Wegen Schimmelgefahr und so. Ja. Nee, ach, mein PC ist ja an, der, ach so, der heizt der das. Lärmt, schön. Genau. Und ja, also Baden ist halt für mich so einer der wenigen Luxusdinge, die ich mir halt quasi gönne. Ja. Wenn ich halt sonst schon quasi nichts kaufe oder sonst was. Und Baden mache ich jetzt auch nur alle 2 oder 3 Tage und ansonsten dusche ich auch nicht, sondern wasche mich halt. Ja. Ist jetzt auch nicht so, dass ich jeden Morgen und Abend dusche, wie andere Leute vielleicht. Und dann dazu noch jeden zweiten Tag bade. So ist es ja auch nicht. Nicht ganz. Nee. Und wenn das wegfällt, ja gut, ist halt schade, ne? Aber gut. Kalt duschen geht. Wenn es ist halt echt so, wenn ich reingehe mit der Sache, ey, ich probiere jetzt mal kalt duschen, um irgendwie wach zu werden, weil ich das gerade brauche, weil ich irgendwie los muss oder sowas, dann passt das schon. Aber wenn du halt nicht damit rechnest und dann geht es irgendwie ins warme Wasser nicht, das ist der absolute Tod, eklig. Alter. Ja, voll eklig. Ekelhaft, ja. Und noch eine Meldung, und zwar Forschenden ist gelungen, eine Lungentransplantation zu machen, unabhängig von der Blutgruppe. Ah, das hatte ich auch gelesen. Das ist voll krass, habe ich dir geschickt, glaube ich, bei Instagram. Da war so eine Meldungsübersicht. Ach so, das kann sein, ja. Genau. Und das heißt, ab sofort kann man offenbar Lungen transplantieren, ohne Blutgruppen einzuberechnen. Ist voll, voll krass. Da werden sich die ganzen erschossenen Soldaten in dem Schützengraben ja freuen. Eben. Wenn die alle einen Impfausweis, einen Organspendeausweis mit hätten. Oh ja. Wäre für alle... wir allen geholfen. Oh, und Conny Chance, wenn ich sie gerade so sehe, hier diese kleinen Gewürzgurken, für die muss ich nochmal hier gegen Ende des Podcasts einen kleinen Shoutout geben. Mhm. Die sind so geil, Alter. Ich habe die jetzt eine Weile nicht gegessen. Wahrscheinlich sogar 1,5 Jahre, weil als ich die das letzte Mal gegessen habe, hatte ich scheinbar nicht den Geschmackssinn. Mhm. Und jetzt habe ich das Glas einfach einfach weg. Mhm. Oh, es ist so geil. Hat mir meine Oma weggeatmet. Meine Oma mitgebracht und es war so geil. Ich habe noch das Wasser hinterher getrunken. Das mag ich nicht. Pass auf, im Stream von diesen großen Gläsern, ja, fand ich auch richtig widerlich. Das habe ich ja immer mit als Gag und als Strafe und sowas gemacht. Mhm. Fand ich richtig abartig, aber von diesen kleinen, es ist so geil, Alter. Mhm. Mega. Das hast du nicht verraten, sonst machen die das im Livestream nicht mehr, dass du es trinken darfst. Von mir aus, ich bin noch nicht fähig. Und das größte Event der Woche findet heute statt für euch, liebe Zuhörer. Vorgestern MCMs Veranstaltung auf dem Wielandplatz. Das also möchte für uns heute? Ja. Ach. Möchte ich nicht unerwähnt lassen. Allerdings, Entwarnung, sie findet nicht statt. Ach so. Vermeintlich hat die Polizei gesagt, er solle das versagen. Mhm. Und jetzt hat er gesagt... Leute, die Veranstaltung auf dem Wielandplatz, Eintritt ist frei, findet nicht statt, aber oh Gott, wir können uns trotzdem alle dort treffen. Also das ist so absurd alles. Große große Faschingsveranstaltung wollte er machen. Ja. Das bedeutet nichts, weil es ist halt einfach nur ein offener Platz. Mhm. So. Er hat nichts organisiert, er bringt keinen Saufen mit, er hat einfach nur gesagt, wir machen da Feier. Ja. Ich tanze da und mache Beatbox, ich rappe. Und jetzt hat er ein Video gemacht, Leute, die Veranstaltung findet nicht statt. Eintritt frei. Eintritt frei, wir können trotzdem kommen. Ja. Und dann hat er auf Instagram gesagt, ja, ey, nehmt das Video nicht so ernst, ich musste das sagen. Das ist einfach, dieser Mensch ist so großartig. Naja, ja. Ich weiß nicht.
So, deswegen bin ich sehr gespannt, ob Ausnahmezustand auch heute in Weimar sein wird. Ach, und der Drachenlord hat sein Haus verlassen in hier Altschauerberg. Ja. Er ist ausgezogen jetzt endgültig. War das diese Woche? Der hat eine Roomtour gemacht und hat nochmal gepostet, so hier, Haus ist jetzt hier leergeräumt zum großen Teil, meine letzte Nacht heute. Ich wollte eh schon lange, seit 5 Jahren ausziehen, passt mir also alles perfekt rein, so, haha. Und sah alles abgeranzt aus? Na klar, also. Dann wird Peter Kleine morgen so eine Tour dann auf dem Wielandplatz machen. Bestimmt, ja. So, Leute, ja, guckt mal, alles kaputt. Ich wollte ja eh nicht mehr sein. Und jetzt hier alles verkauft, Schicht im Schacht. Eh nicht mehr aufräumen hier auf dem Wielandplatz, war ja schon mal angedacht. Ja. Welche Uhrzeit ist es heute nicht? Nicht? Ja, also so ab 20 Uhr, glaube ich. Ach Gott, oh Gott. Ich muss arbeiten heute Abend leider, aber. Mal gut. Hinterher vorbeigucken. Ja, mal einen Spaziergang machen und nicht hingehen. Ja. Okay, also was geht mal der Woche? Letzte Woche 9,5. Ich würde ein bisschen runtergehen, aber ja, halt voll. Nicht viel. Der Fairness halber, ne? Ich meine, wenn die Ukrainer sich da schon so Mühe geben, ihr Land zu verteidigen, da können wir nicht in die 7 runter. Also ich würde schon trotzdem noch 8 sagen, ja. Weil dieses AKW-Ding und so. Ja, das stimmt leider, das ja. Ist halt schon wild. Ja. Aber sonst, also ich wünsche mir für nächste Woche ein bisschen wieder, dass ein paar YouTuber jetzt Scheiße bauen. Jetzt ist eigentlich der perfekte Moment, weil das kriegen dann nicht so viele mit. Mhm. Also macht mal jetzt Scheiße. Na ganz kurz schauen. Und zwar ist ja Freitag immer Veröffentlichungstag, ne? Und ich möchte jetzt einmal die Woche ein Shoutout machen an irgendein Musikstück, was neu veröffentlicht worden Irgendeines. Ist. Ja. Von Ghost wird mir vorgeschlagen. Ghost, eine tolle Hardrock-Pop-Band, haben eine neue EP sind gemacht. Das die auf der Bühne kostümiert sind. Genau. Twenties heißt die Single oder die EP von Ghost. Einfach mal anhören aus Spaß. Okay. So. Ja, ich habe noch einen kleinen. Ach nee, es war kein Fail. Ich habe jetzt auch immer geguckt, was passiert im Live-Internet, weil ich bin ja Twitcher. Livestream. Top-Post diese Woche war eine Cosplayerin, Emi Ru, die einfach sehr schnell Dance Dance Revolution macht mit den Füßen so zack, zack. Mhm. Die hatten echt surrealen Körperbau irgendwie. Sag Stopp. Ja, also ich bin ja nicht der Fan von großen Ocken, aber sie hat halt sehr große Brüste und dazu einen sehr zierlichen, wenn auch relativ länglichen Körper. Mhm, und das sieht dann halt irgendwie ein bisschen komisch aus, wie die da macht, aber war jetzt nicht weiter nennenswert. Ich wollte das nur erwähnen im Sinne von, ich gucke jetzt auch immer mal, was so in der Livestreaming-Welt passiert. Ach, schön. Ja? Weil da gibt es ja auch mal ein paar Fails. Vor letzter Woche war zum Beispiel einer, der mitten im Stream sein Haus verlassen musste, weil es nämlich ein Streamer aus Kiew war und ja, ist dann geflüchtet. Oh, ja, das ist krass. Ja. Fail. Peinlich. Gut, also geben wir eine 8. Ja, eine 8 ist okay. Und hoffen, dass nächste Woche mehr YouTuber Scheiße bauen. Ja, hoffentlich. Hört euch Jack White, Heidi O an oder Ghost mit Tsushima. Geile Band. Twenties. Twenties. Gut. Ja. Die Musik ist so laut. Au. Auatsch. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bleibt ihr weg von der Strahlung. Das war quasi die New-Ausgabe. Weißt du warum? Weil nur. Richtig.